In diesem Video zeigen wir, wie mithilfe des Formel-Pro-Gala-Systems Platten- und Pflasterverlegung die Bettung, Verlegung und Verfugung von Terrassenplatten schnell, einfach, sicher und fachgerecht durchgeführt werden, wenn als Untergrund eine Betonbodenplatte vorhanden ist. Dies ist häufig bei älteren Grundstücken der Fall. Damit Wasser ablaufen kann, muss die Bodenplatte ein Gefälle von etwa 2 bis 3% aufweisen, welches von den Hauswänden wegführt. Das Formel-Pro-System Platten- und Pflasterverlegung ist eine sorgfältig durchdachte Zusammenstellung von Produkten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. So wird ein optimales Ergebnis ermöglicht. Zunächst müssen sowohl die Betonbodenplatte als auch der Anschluss an die Hauswand lückenlos abgedichtet werden, mit Formel-Pro-Reaktivabdichtung 2K. Zu diesem Zweck sollten erst einmal die Formel-Pro-Systemdichtbänder, die später in der Reaktivabdichtung eingearbeitet werden, zur Probe eingepasst werden, so wie hier am Beispiel einer Terrassentür demonstriert. Später muss es nämlich schnell gehen. Wie man sehen kann, sind die Dichtbänder für Innen- und Außenecken bereits passend vorgeformt, damit sie später perfekt an der Hauswand anliegen. Dabei sollten die Überlappungen der Dichtbänder immer mindestens 5 cm betragen. Das Formel-Pro-Portaldichtband wird auf der Betonbodenplatte in der Türleibung platziert. Wo keine Überlappung von 5 cm möglich ist, müssen die Übergänge mit einem Streifen Formel-Pro-Systemdichtband zusätzlich überdeckt werden, so wie hier zwischen den beiden Eckdichtbändern. Ansonsten wird das Formel-Pro-Systemdichtband für die geraden Abschnitte der Hauswand eingesetzt. Wenn alle Dichtbänder zugeschnitten sind und bereit liegen, werden die abzudichtenden Flächen noch kurz mit Hilfe eines Pumpsprühers mit Wasser angefeuchtet. Nun ist es an der Zeit, die Formel-Pro-Reaktivabdichtung 2K anzumischen. Hierfür wird einfach die B-Komponente der A-Komponente hinzugegeben und dann werden beide mit einem langsam laufenden Rührgerät mindestens 2 Minuten vermischt. Direkt im Anschluss sollte der Rühraufsatz in klarem Wasser gereinigt werden. Jetzt können Sie mit dem Auftragen der ersten Schicht Formel-Pro Reaktivabdichtung 2K an der Hauswand beginnen. Die Abdichtung sollte so geplant sein, dass sie später mindestens 15 cm höher ist als die Oberfläche der Terrassenplatten. Um dies sichtbar zu machen, kann man mit einer Markierungsschnur oder einem Laser arbeiten. In diesem Fall zeigt die Türschwelle der Terrassentür die korrekte Höhe an. Beim Auftragen der Formel-Pro-Reaktivabdichtung 2K sollten stets die vorgegebenen Trockenschichtdicken gemäß der Produktdatenblätter eingehalten werden. Dann werden sofort die Formel-Pro-Eck-, Portal- und Systemdichtbänder in die erste Schicht der Reaktivabdichtung eingearbeitet, bevor diese antrocknen kann. Dabei wird noch einmal alles mit der Kelle gründlich glattgezogen. Auch auf der Betonbodenplatte wird nun die erste Schicht der Formel-Pro-Reaktivabdichtung 2K mit einer Kratzspachtelung aufgetragen. Falls gegen drückendes Wasser abgedichtet wird, muss diese erste Lage so weit getrocknet sein, dass sie beim Auftragen der zweiten Schicht nicht mehr beschädigt werden kann. Im Durchschnitt ist das nach etwa einer Stunde der Fall. Dank der optischen Trocknungskontrolle kann dies anhand der Farbveränderung zusätzlich nachvollzogen werden. Falls nur gegen bodenfeuchter und nicht drückendes Wasser abgedichtet wird, kann die zweite Lage sogar frisch in frisch aufgetragen werden. In jedem Fall ist grundsätzlich das Auftragen von 2 Schichten der Formel-Pro-Reaktivabdichtung nötig,
welche zusammen eine Trockenschichtdicke von mindestens 2 mm erreichen müssen. In diesem Beispiel ist der Farbunterschied jetzt sehr gut sichtbar. Schon nach etwa 3 bis 4 Stunden ist die Reaktivabdichtung regenbelastbar. Parallel kann mit den Vorbereitungen für das Auslegen der Drainagematte begonnen werden. Sie sorgt später für ein zügiges Abfließen von Regenwasser bei Niederschlag. Die Drainagematte wird in Bahnen ausgelegt, welche zunächst mit einem Sicherheitsmesser auf das richtige Maß abgelenkt werden. Dann werden die Bahnen einfach flächendeckend ausgerollt. Dabei sollten auch vorhandene Türleibungen nicht vergessen werden. Wie man hier sehen kann, sind die Bahnen derart beschaffen, dass sie am Stoß eine Überlappung bilden, sodass in dieser Schicht keine Lücken entstehen. Jetzt kann das Formel Pro Gala Universalfugenband platziert werden. Mit dem dauerelastischen, wasserundurchlässigen Band werden Bewegungsfugen zu festen Bauteilen wie Randeinfassungen, Fassaden, Rinnen und Pflasterstreifen gewährleistet. Das Formel Pro Gala Universalfugenband wird vor allem als Schutzlage zwischen Bauteilen, zum Beispiel Platten und Hauswand oder Rinne, verwendet. Zunächst wird das Formel Pro Gala Universalfugenband einfach lose hinter die Drainagematte geklemmt. Später wird es zusätzlich vom Gewicht des aufgeschütteten Drainagemörtels gehalten. Es kann einfach mit einem Sicherheitsmesser zugeschnitten werden. Jetzt kann mit Formel Pro Gala Compound der Drainagemörtel angemischt werden. Hierzu verwendet man am besten eine Estrich-Misch- und Fördermaschine oder einen Zwangsmischer, aber auch ein Handrührer kann eingesetzt werden. Ein 25 Kilo Gebinde des Mörtels wird je nach erforderlicher Festigkeit und Einsatzzweck mit 100 bis 200 Kilogramm Split vermischt. Zusätzlich wird je nach gewünschter Konsistenz und dem Feuchtigkeitsgehalt des Splits Wasser hinzugegeben. Dies kann mit einem Messbecher dosiert werden. Dabei sollte eine formbare, plastische Masse entstehen, die aber dennoch locker ist. Dann wird zuerst an den Türleibungen damit begonnen, den fertig angemischten Compound auf die Drainagematte aufzuschichten. Direkt im Anschluss an die Terrassentür sollte eine Fassadenrinne eingebaut werden, damit sich dort kein Regenwasser stauen kann. Von hier aus muss das Wasser über Entwässerungsleitungen, also KG-Rohre oder eine Drainagematte, abgeführt werden. Hier am Anfang des Verlegevorgangs lohnt es sich, genau zu sein. Mit einer Wasserwaage und einem Simplex-Schonhammer kann die Fassadenrinne präzise in Waage gebracht werden. Wenn das geschafft ist, kann mit dem Aufschichten des Formel Pro Gala Compounds fortgefahren werden. Mit einer Abziehlatte wird eine ebenmäßige waagerechte Fläche hergestellt. Sobald Sie auf diese Weise genügend Fläche für das Verlegen der ersten Reihe Terrassenplatten geschaffen haben, wird die Formel Pro Gala Haftbrücke benötigt. Für ein 25 Kilo Gebinde Formel Pro Gala Haftbrücke werden 6,7 Liter Wasser benötigt, die mit einem langsam laufenden Handrührer vermischt werden. Zum Schutz des Untergrunds sollte dabei eine Folie untergelegt werden. Nach einer kurzen Reifezeit wird die Haftbrücke nochmals aufgerührt. Diese kann nach dem Anmischen ca. 60 Minuten lang verarbeitet werden. Deshalb sollten Sie die Haftbrücke gleichzeitig mit dem Bettungsmörtel und je nach Bedarf portionsweise anrühren. Danach sollte der Rührer direkt in klarem Wasser gereinigt und zusätzlich mit einem Schwamm abgewischt werden. Die Haftbrücke wird mit einer Zahnglättkelle auf der Rückseite der Terrassenplatten aufgetragen. In diesem Fall werden Casafino-Keramik-Terrassenplatten in Betonoptik verlegt. Die Zahnspachtelung sorgt dabei für eine bessere Verkrallung der Haftbrücke in den Mörtel.
Mit dem Simplex-Schonhammer können Sie die Lage nachjustieren. Casafino-Fugenkreuze stellen die gewünschte Fugenbreite sicher, die je nach verwendetem Pflasterfugenmörtel unterschiedlich ist. Für Formel Pro Gala Pflasterfugenmörtel Keramik und Pflasterfugenmörtel 1K sowie auch Zement sind dies mindestens 3 mm. Im Falle von Formel Pro Pflasterfugenmörtel 2K sind mindestens 5 mm nötig. Hier sieht man, wie gleichmäßig und tief sich die Formel Pro Gala Haftbrücke mit dem Mörtel verbindet. So arbeitet man sich Reihe für Reihe vor, bis die gesamte Terrassenfläche mit Platten ausgelegt ist. Dabei ist es wahrscheinlich nötig, Platten zuzuschneiden, besonders wenn im Halb- oder Drittelverband verlegt wird. Je nach Beschaffenheit und Stärke der Terrassenplatten können hierfür jeweils unterschiedliche Werkzeuge verwendet werden, zum Beispiel ein Winkelschleifer, ein Platten- und Steintrenner oder ein Nassschneidetisch mit geschlossener Trennscheibe. Letzterer ist zum Schneiden von Keramikplatten sogar unbedingt erforderlich. Jetzt ist schon ein guter Teil der Arbeit geschafft und die Terrassenplatten müssen nur noch verfugt werden. Nun kommt der Formel Pro Fugenmörtel zum Einsatz. Da wir in diesem Beispiel Casafino Keramik Terrassenplatten in Betonoptik verlegt haben, ist der Formel Pro Gala Pflasterfugenmörtel Zementgrau die perfekte Wahl. Dieser Fugenmörtel muss zunächst mit Wasser angerührt werden, und zwar mit ca. 4 Litern pro 25 Kilo Sack. Zur Vorbereitung nässen Sie erst einmal die gesamte Terrassenfläche mit einer Sprühlanze ausgiebig vor. Nach einer kurzen Reifezeit von 2 Minuten noch einmal kurz anrühren und schon ist der Formel Pro Pflasterfugenmörtel Zement bereit zum Verarbeiten. Dann gießen Sie den fertig angemischten Formel Pro Pflasterfugenmörtel Zement einfach auf die bereits vorgenässten Terrassenplatten und schlemmen ihn sofort in die Fugen ein. Am besten mit einem Gummischieber, auch Wasserabzieher genannt. Auf diese Weise wird nach und nach die gesamte Fläche verfugt. Wenn Sie das Material in der Fuge mit dem Finger nicht mehr eindrücken können, ist er angesteift und Sie müssen die Platten vom überschüssigen Zementmörtel reinigen. Hierzu kann die Fläche vorgenässt und mit einem harten Besen vorgewaschen sowie mit einem weichen Wasserstrahl gründlich gereinigt werden. In jedem Fall sollten Sie die Platten nach einer Wartezeit von ca. 20 Minuten intensiv mittels Schwammbrett nachwaschen. Die Verfugung ist damit abgeschlossen. Jetzt muss der Formel Pro Pflasterfugenmörtel Zement nur noch trocknen. Je nach Außentemperatur ist die Terrasse nach etwa 12 Stunden begehbar. Während dieser Aushärtungszeit sollten die frischen Fugen vor starkem Niederschlag geschützt werden. Bei einer Folienabdeckung ist für eine gute Unterlüftung zu sorgen, um Kondenswasser zu vermeiden. Sobald die Platten begehbar sind, kann das überstehende Formel Pro Universalfugenband abgeschnitten werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Fassade nicht beschädigt wird. Nach circa einer Woche ist der Fugenmörtel vollständig durchgehärtet und voll belastbar. Bis dahin sollte die Terrassenfläche unbedingt vor Frosteinwirkungen geschützt werden.